Hallihallo. Willkommen zu Folge 75 im Öde auf Gimmel. Ey, komm, ihr wisst, was Sonntag ansteht, oder? Dead Cells. Wer weiß, ob du es bis dahin noch tust. Ah, das ist schon wieder was. Wer weiß, ob ihr heute Abend mich um 19 Uhr sehen werdet. Das weiß ich gar nicht, das stimmt. Vielleicht habe ich bis dahin schon genug Dead Cells gespielt. Wir waren hier, Freya, das heißt Freya und ich, also Nubivan und Freya, wir waren hier. Geil, 4000 Erfahrungspunkte, wir erkennen hier noch das hier, den Teleporter und so, und dann sind hier ein paar Vasen. Und ich würde nicht da durchlaufen, außer euch ist danach euch einer ganzen Bande Markloser zu stellen, aber vielleicht gehört ihr jetzt zu ihnen. Nee, wir gehören definitiv nicht zu ihnen, denn im letzten Teil haben wir einen Haufen von denen auseinandergenommen, in 0, nichts. Aber das ist okay, Was sagst du? Dass du die dann immer töten musst. Aber ich fände es okay, wenn wir denen auch noch in den Arsch treten würden. Ja, oder? Easy. Es ist auch, guck mal, der Wegpunktschein ist ganz anders. Ja, ja, rein, würde ich sagen, Anfang. Oder? Zack. Ach so, hä? Also, was denn jetzt? Also, es führt jetzt nicht irgendwo Besonderes hin, oder was? Prüfungsstätte der Makellosen ist, wo wir hier gerade sind, ne? Sieht so aus, ne? Aber warum, ja, stimmt, sieht der hat es auch so markiert. Aus? Ja. Also die Ratte hat Scheiße erzählt. Ach so, wir hätten ja auch dort lang gehen können dann. Oder? Ach ja, warte mal, stimmt. Hier unten waren wir immer noch nicht, ne? Und wir wissen auch nicht, wie wir da hinkommen. Wir können ja jetzt hier lang gehen. Dann lass uns das mal tun. Vielleicht erwartet uns dort noch wer da auf was. Ein Kampf vielleicht. Weil dieser Teleport hier scheint ja einfach nur anders auszusehen und nicht irgendwie auch anders zu sein. So ein Poser. Oh Gott. Schon so. Toll. So, und jetzt hier rechts rum. Ich nehme an, die Ratte hat gemeint, in diese Richtung hier zu laufen. Das würde unseren Tod bedeuten. Hier ist ein Hebel. Da geht die Tür auf. Hallo. Da bleibe ich an Jahan hängen. Okay, also es ist tatsächlich wirklich nur die Abkürzung hier nach draußen, schätze ich jetzt mal. Aber redet die Statue nochmal mit uns? Nö, sie wiederholt denselben Quack nochmal. Okay. Quack. Dann war es das hier mit der Prüfungsstätte der Makellosen. Also lustigerweise in dieser Komplettlösung, die wir haben, wird sie uns als Hauptquest markiert. Ich habe aber nicht ganz gerafft, inwiefern das jetzt hauptmäßig hier von Bedeutung gewesen ist. Die Makellosen invitieren. Wir erhielten den Schlüssel zum Keller der Kapelle von Leuk, dem Abt der Makellosen von Silberteil. Was könnt ihr dort aufbauen? Ah! Ja, den habe ich aufgehoben, stimmt. Ja, super, dann stimmt, du hattest auch gesagt, sehr viele Dingens. Dann lass uns doch mal direkt nach Silberteil gehen. Ei, ei. Hier, ja. Sorry, ich hätte gerade irgendwie einen Aussetzer gehabt. Und Immerin hier? Obwohl ich verwirrt bin. Ich bin mir sicher, der müsste doch jetzt hier rein. Und hier sind wir doch schon mal rausgekommen, als wir aus Heiligenstein diesen Gang genutzt hatten, oder? Ja. Warte mal, ich quatsche mir nochmal an. Ahu hier findet... Oh, fuck you, Madora. Ey, wirklich, alle zwei, drei Teile muss man immer wieder... Ich hab ihn eingesperrt. Ja, kann er mal... Okay, fick dich, Ahu. Er will auch mal nicht angequatscht werden. Ich habe mit ihm gesprochen, deswegen will er nicht. Ja. Na, guck mal, wenn wir jetzt hier reingehen. Wir haben die Schlüssel dafür genutzt. Hier ist der Wegpunktschein, das kennen wir ja schon. Ja. Also hier scheint nichts Besonderes zu sein. Frey hebt ein Gold auf. Ein einziges. Aber wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Genau, und der scheint hierzu hingeführt haben. Ne, ich habe zwei Schlüssel gefunden. Okay. Wo war das jetzt nochmal? Das war einfach nur hier. Stimmt, das war dieser komische Wegpunktschein, der nicht auf der Karte markiert ist. Zum Lukula-Tempel. Ha? Schlüssel zum Lukula-Tempel. Okay, und der Lukula-Tempel ist jetzt... Ja, das ist doch das Ding hier. Das ist die Kapelle. Ja. Nur so verwirrt, die... Das hier sind extra gelbe Questmarker. Nur...
Also wenn er irgendwas dort versteckt. Ich war gerade im Raum. Wir sind einfach hier. So, wir haben hier, wenn wir hier irgendwas gewesen ist, dann haben wir es definitiv schon gefunden. Okay, cool. I guess. Hier ist ja nichts mehr. Das heißt, wir können ja nur von hier aus hier rein. Und da sind wir auf jeden Fall hier. Also müsste ja entweder direkt hier in näherer Umgebung irgendein Geheimnis sein, das man noch aufdecken kann, das irgendwie der Hauptstory zuträglich ist. Oder ich habe absolut keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass wir es in der vollkommen falschen Reihenfolge wieder mal gemacht haben. Dass das Spiel deswegen absolut verwirrt ist. So viel dazu, vielleicht. Man kann das ja alles unterschiedlich gestalten, wie immer man es möchte, ne? Total. Da unten raved ein Hirsch. Wir sind wieder hier an dieser Brücke. Ich glaube, da waren wir bestimmt auch schon vorher mal gewesen, um zu gucken, wie man reinkommt. Wir rätseln jetzt immer noch, wie man da reinkommt. Freyas nächste Idee ist es jetzt, hier ein paar Pfeile reinzusetzen. So. Diese Knolle ist tatsächlich nicht dabei draufgegangen. Und stattdessen ist da jetzt alles feurig dahinter. Witz. Ich raff das nicht. Wie soll man diese Dinger umgehen können? Ja, hier war auf jeden Fall auch eine... Ha, ist hier denn eine rote Kugel da rumsteuchen? Also das Ding ist, wir können halt gucken, dass wir mir Wahrnehmung halt wie sonst was draufpacken. Aber... Und ich dann versuche, die halt zu entschärfen. Aber wir wissen halt gleich schon, dass ich jetzt sauschnell sterben werde. Ja. Ich würde sagen, wir probieren's. Schwein, kann ich mit dir reden? Das ist interessant, warum ist hier eine rote Schadknolle? Weil hier ist ja schon die blaue. Kann ich hier einfach drauf einschlagen? Hey, kann ich tatsächlich? Die kriegt nur echt nicht sau viel Schaden dadurch. Aber ich glaube, ich könnte sie damit möglicherweise zerstören. Es wird okay, nur eine ganz normale Schauen. Später. Weil ich muss auch hier so einzeln anwählen. Lass vielleicht hier mal den Splitterpfeil ausprobieren, eher. Okay. Nee. Scheinbar nicht, ne? Kannst du sie auch einfach angreifen? Ganz normal? Weil dann könnte es hier eventuell etwas schneller gehen. Ich könnte sie entschärfen. Ja, das hat ja bis jetzt nicht groß geklappt, oder? Na, die schon, nur die rote nicht. Oh Gott. Das kann doch niemals die Lösung des Problems sein, oder? Der hat wie viel Schaden die absorbiert. Und dann hat sie am Ende einfach wieder komplett volles Leben und kratzt sich absolut nicht dadurch, dass sie hier... Ja, Schnitt und Stich. Dass man nicht einfach die Befehl geben kann, angreifen bis zerstört oder tot oder so. Die gleiche haben wir. Jetzt bin ich ja gespannt, ob es einfach nur in die Luft geht, wir einfach nur Schaden kassieren. Geh gleich zurück. Okay, du machst gerne den letzten Pfeil. Ja. Okay, das Ding ist jetzt auf jeden Fall kaputt. Es ist wirklich kaputt. Nur das Ding ist, wie kriegen wir jetzt das Elektrozeug weg? Ich weiß, die Pfütze da unten, die können wir wegbekommen, wenn wir es irgendwie einfrieren könnten. Aber wie kriegen wir diese Wolke hier weg? Mhm. Die scheinen auch alle dieselben Dingens zu haben, ne? Widerstände. Okay, hat nicht... Vielleicht kann ich da einfach eine Eisgranate oder so reinschmeißen?
Ich hab's einfach gehofft, dass wenn ich es auf sie draufstelle, dass es vielleicht... Dass sie automatisch deaktiviert wird? Ja. Ich hab leider keine Eisgranate. Oder irgendwas in der Art. Ha. Also das Ding ist, wir können natürlich gucken, ob wir durchkommen. Ich probier's aber mal aus. Ja, natürlich. Die Wolke verschwindet in dem Moment, in dem ich die Betäubung kassiere. Dann geh doch nochmal zurück. Ich kann nicht gehen gerade. Ja, wenn du wieder gehen kannst, geh mal zurück. Speicher nochmal. Und ich packe mir jetzt ein bisschen Wahrnehmung drauf und versuche die jetzt zu entschärfen. Okay. Also das Ding ist halt, die macht doch nicht das hier, oder? Die macht doch nicht diese Blitze, oder? Nee, die explodiert gleich, wenn ich die versuche zu entschärfen. Und meine. Genau. Aber wenn meine Wahrnehmung nicht hoch genug ist. Aber wie wär's, wenn wir sie einfach nicht anfassen? Also sie scheint ja nicht das zu sein, was hier die Blitze macht. Und sofern sie nicht hochgeht, sobald wir in die Nähe kommen, was sie nicht tut, wir haben es gerade versucht, soll das auch kein Problem sein. Das Problem ist ja eher, dass wir rausfinden, wie umgehen wir die Blitze, um tatsächlich da auch durchzukommen. Hm. Und wie gesagt, dann müssten wir halt eigentlich irgendwas zusammensuchen, das halt irgendwas den Boden hier, dass das Wasser hier einfrieren lassen kann. Gut, das könnte ja Jahan machen. Ich bin ja auch schon so fast durch. Mensch. Oh, ich hab nicht mal mehr was mir noch mehr. Ich bin fast auf der anderen Seite. Ja! Oh mein Gott! Und du warst drüben! Hier, warte. Dann komm ich zu dir. Jetzt kann man's auch machen. Aber das explodiert ja jetzt gleich. Ja, außer du kannst es erfolgreich entschärfen, dann würde es ja nicht aber explodieren. Wo? Ach, da ist sie. Genau, da links. Warte mal. Jahan, bleib. Okay, gucken wir mal. Vielleicht klappt's ja. Natürlich klappt es nicht. Warum hat es nicht geklappt? Oder ist sie jetzt weg? Sie ist weg, aber... Aber das Gift verschwindet nicht. Immerhin das Gift ist verschwunden. Aber wie sorgt man denn dafür, dass das Gift verschwindet? Ja, das tut's halt irgendwie nicht, ne? Man kann's auslösen. Guck mal, da oben ist jetzt eine blaue Schadknolle. Aber blau steht doch nicht für Feuer, oder? Wenn man die jetzt auslöst... Lässt dies vielleicht regnen? Purpurne. Blaue. Ich meine, weil durchs Gift schaffen wir es auf jeden Fall. Das wird ein bisschen nervig, aber wir heilen uns einfach wieder easy. Das geht, kein Problem. Wir können es ja auch anders machen. Jahan kann doch hier teleportieren. Kriegt man zwar auch ein bisschen Schaden. Ich könnte auch die Wassergranate hier einfach hinschmeißen. Ja, kannst du auch machen. Mach mal. Könntest du mir das mal ausprobieren, ne? Oh. Warte mal. Nee, achso, Quatsch. Alles gut. Das bin nur ich. Ja, probieren wir es mal. Hoffentlich geht er den Wurf hin. Naja. Aber? Ja. Triplierst du uns rüber, oder? Oder soll ich einfach durchgehen? Ich kann auch einfach durchgehen. So, ich muss erstmal. Stimmt. Ja, ja. Jahan wieder. Gift und so, ich weiß. Okay. Das Feuer ist wieder da. Okay, aber ich könnte es ja auch. Na, nee, wobei, wenn ich es regnen lasse, dann. Kann ja sein, dass sich diese Blitzwolke verteilt, ne? Die Wolken eigentlich eher nicht. Wenn Pfützen entstünden. Aber die sind ja eigentlich das weniger größte Problem, weil uns die nur nervig aufhalten, Verzeihung. Dann würde ich es versuchen, regnen zu lassen. Hier vielleicht hin. Dann ja. Kann ich versuchen... Okay. Jetzt müssen wir hier durchkommen. Oh, Jahan, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Jahan steht in Flammen. Ja. Aber wir schaffen's, wir kommen hier durch. Mann. Ja, ab jetzt bringt's ja nur noch runter. Jetzt stirbt er ja schon nicht. Ob er stirbt, ist mir eigentlich Wumpe. Ich darf nur nicht sterben. Aber, guck mal, wir sind hier. Wir sind in der Mitte. Speichern. Oh ja, oh ja, oh ja. Und da ist ein Hebel. Vielleicht deaktiviert er irgendwas davon. Ich warte erstmal, bis er zu Ende gespeichert hat. Und dann aktiviere ich mal den Hebel. Darf ich vorher noch zu dir? Natürlich. Yes. Der hat alles deaktiviert. Nee, okay, hier hinten nicht. Aber das ist doch Strom, das ist okay. Damit kommt man klar. Da müssen wir uns halt nur wieder durchwursteln. Ansonsten soll das aber funktionieren. Außer diese Knollen gehen los, wenn wir in ihre Nähe kommen. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist eine Purpur-Schadknolle. Ich kann das leider immer noch, ich kann das nicht mal sehen, was die machen würde, wenn die losgeht. Madoras Öl verschmiert, sehr gut. Okay, ich versuche mal hier einfach hier. Oh. Ach du Kacke. Sorry. Gut. Aber, ich werde mal weitergehen. Ah, Leute, wirklich ohne Scheiß. Was zur Hölle? Was ist das? Es kann ja einfach sein, dass wir gerade richtig holzhammermäßig vorangehen. Und das absolut nicht gedacht ist, das so zu lösen. Keine Ahnung. Irgendwie macht mir die große Angst. Ja, mir auch ein bisschen. Aber es gibt nur einen Weg, es halt rauszufinden. Vielleicht schockt die ja auch einfach nur das restliche Wasser, dann dauert das nur ein bisschen länger. Und jetzt müsst ihr mir aber wieder ein bisschen Zeit lassen. Ich bin hier extra neu betäubt worden, bevor ich es geschafft habe, nicht betäubt zu werden. Ja! Ich bin durch! Warte mal, nee. Ich geb dir mal Madora. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich. Und dann könnt ihr euch einfach ja. Alle hinterher teleportieren. Wunderbar. Und jetzt hole ich mir Madora wieder zurück. Danke. Ich speichere das hier erstmal direkt. Oh Mann, Leute. Und dann sind wir jetzt da drüben. Wir haben es geschafft. Es ist bescheuert. Es ist richtig bescheuert. Ich weiß nicht, ob das die Lösung gewesen ist. Es hat ja nur fast eine ganze Folge gedauert, ne? Es hat ja nur fast eine ganze Folge gedauert. Ja, aber wir sind da. Wir sind drüben. Er speichert. Und dann ist auch festgehalten, dass wir es tatsächlich darüber geschafft haben. Denn da drüben ist ein Teleport. Ja. Und da sind Gegner. Oh ja, Orks. Dann gibt es jetzt noch einen schönen Kampf zum Ende der Folge. Oh ja. Und dann, warum bin ich hier so langsam? Mensch. Wen haben wir denn da? Ein Mensch mit etwa der Größe und Form. Was zur Hölle hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Warte kurz. Warum rennst du da aber weiter? Weil ich mich an eine bessere Position stellen wollte. Okay, gut, aber genau, ich wollte gerade sagen, wir führen dieses Gespräch mit dem Orchester noch nicht weiter. Sei erstmal so gut und heile uns erstmal komplett. Ja. Ich habe nämlich auch gerade kurz ein bisschen Feuerschaden bekommen. Sorry. Alles gut, alles gut. Aber wir nutzen. Nee, ich nicht. Madora, okay. Wird noch einmal dann Jahan. Und dann Jahan nochmal selber. Er sagt auf jeden Fall, mit etwa der Größe und Form von dem, der uns entwischt ist. Das muss ein Geschenk der Allmutter höchstpersönlich sein. Ja, heilen ruhig nochmal. Ne, er wird ja gleich nochmal geheilt. Ach stimmt, ist ja die Regeneration. Ja. So, und wo willst du dich... wo willst du dich jetzt aufstellen? Ich wollte... weil da unten sind nämlich auch nochmal welche. Ja. Und ich wollte halt mich schon so hinstellen, dass ich... halt hier wenigstens bin, ja. Okay, na gut, dann stehst du jetzt dort. Ja. So, ich wette, dass du mindestens 10 volle, saftige Liter Blut in dir hast, Mensch. Nee, ich glaube nicht. Hey, dieser Stein wird anschwellen wie eine Zecke. Na komm schon und mach keinen Ärger, Mangut wartet bereits. Genau. Ja, tatsächlich geht der Kampf los. So. Dann nehmen wir die jetzt hier noch auseinander, aber Mangut müssen wir dann im nächsten Teil machen. Ja. Aber dann bekommen wir auch Leandras Blut. An ihr Blut, genau. Und dann haben wir auch endlich die Möglichkeit, die Todesritter zu kontrollieren. Und dann ist das hier auch fertig. Ach komm, das sind normale Orks. Die killen wir einfach. Luft. Ja, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Jetzt nicht unter Druck setzen. Gut, Dinge will Weile haben. Nee, eben nicht.
das Ding hier hat irgendwie 70 Stunden Weile bis jetzt. Das ist mir Weile genug. Aber ich will's auskosten. Nein. Du bist doch nur neidisch, weil du dich nicht gut hinstellen konntest. Ja, weil du wieder mal ausgenutzt hast, dass ich vorangegangen bin. Also. Ja, du bist der Nahkämpfer. Ja, ich weiß, das wäre sinnvoller gewesen, wenn du mit ihm gesprochen hättest, weil dann hätte ich dich direkt vor sich stellen können, weil ich sollte ja vorne stehen. Kannst du nichts dafür, dass das Spiel echt so dämlich ist? Ja, aber ist auch echt interessant, dass die so einen krassen Aggro-Radius haben. Oh. Oh, nicht mal. Schade. Ja, dann ist der jetzt tot. Jawolla. Die können ja aber auch. Och Mann, der eine blöde Kackpunkt. Ja. Also, dafür braucht er 4 Punkte. Dann hätte ich 1 zum Bewegen. Komme ich nah genug an ihn ran? Unwahrscheinlich. Was? Ha! Krass. Mit der Kurz. Oh. Was zur Hölle? Hey, was hat sie denn gemacht? Entschuldigung, ja, wir haben euch gerne geholfen. Ciao. Ne, tschüss, haut rein. Alter, Madora ist ja immer. Warum ist Madora so viel länger betäubt als ich? Dass sie in der Blutpfütze steht. Ja, aber warum denn immer noch? I don't know. Dann lass doch den. Okay, aber damit wäre das geschafft. Dieser kleine niedliche Kampf hier wirklich mit diesen 2 Orks. Ich dachte, die da unten kommen eigentlich auch noch dazu direkt. Hab ich auch gedacht. Ne? Aber dann, wie gesagt, dann entdecken wir das alles nächste Mal erst. Bin überhaupt ich dran? Oder bist du dran? Ich bin dran. Das ist Folge 75. Ja. Folge 75. Ja, und dann sage ich jetzt tschüss. Tschö. Ciao.